Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter Mafia 3. In der letzten Folge haben wir leider nicht geschafft, diese Kirche anzunehmen, ja. Die Gegner haben uns entdeckt, leider. Und haben uns erschossen, deswegen. Wir versuchen jetzt zum zweiten Mal. So, feindliche Zone. Das war mir schon klar, dass wir in die feindliche Zone sind. Ich warte kurz ab. Kurz abwarten, vielleicht geht jemand hier lang. Hä? Nur eine bitte, nur eine. Der andere soll weggucken. Der andere soll weggucken. Ja, nee, ist klar. Steh mir bei! Scheiße, wo kommt der denn hier? Ja, jetzt geht's ab. Nein, 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 nein. Bereit im. Der Hurensohn macht uns fertig! Wir brauchen Hilfe! Ich sehe zu, dass ich zu. Zu spät. Wir sind alle verdammt. Also fahr hier zur Hölle. Heilen, 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 heilen. Nein. Der war sofort tot. Ey, das war eine schlechte Idee. Das war eine sehr schlechte Idee gerade, ey. Ich verstehe nicht, warum stehen die da? Egal, ich versuche jetzt anderes. Ich mache jetzt anderes, ja. Das ist nicht normal, ey. Die stehen da. Die gehen nicht auseinander, die stehen da reden, wenn ich eine pfeife, dann bringt das nichts. Ich muss gucken, wie ich da reinkomme, ohne dass die mich merken, ne. Bist du sicher, das ist das hier? Ja, keine Frage. Ich glaube, hier gibt es irgendwo noch einen Eingang. Ja, die Türen sind zu. Okay, klettern. Hier komme ich nicht durch. Ja, toll. Super. Jetzt muss ich außen rumlaufen. Okay, egal, kein Problem. Ja, passt du selber auf. Deine Typ darf mich nicht sehen. Sonst gibt's Probleme. So. Zack. Okay, deine ist weg. Bisschen dieses Schwarzlicht. Meine magische Sensor. Okay, okay, okay. Wachposten. Ja, genau, den muss ich erledigen, sonst wird er anrufen. Ich guck mal, wohin der läuft. Welche Richtung? Okay. Zack. Ja. Du hast nichts gefunden, du hast nichts gesehen. Perfekt. Die reden noch. Noch ein Wachposten. Kickback. Einer deiner Unterbosse hat zum ersten Mal eine Kickback für dich. Okay, alles klar. Du erhältst einen Anteil, der. Ja, das war schon. Das war mir schon klar. Okay, die stehen noch da. Ich versuch mal leise. Okay, wer läuft wohin? Kurz aufpassen.
Der eine guckt in diese Richtung, das ist nicht gut. Ich versuche nochmal zu pfeifen. Wer reagiert? Was haben wir denn hier? Ja, komm her, komm. Da ist man! Hat jemand was gesehen? Der eine hat nur was gesehen. Okay. Zack. Perfekt. Die anderen stehen noch da, die reden. Ich versuche mal reinzugehen. Schon drinne? Habt ihr euch schon auf einen Namen geeinigt? Ich dachte an Thomas Lee, nach meinem Vater. Das hat was. Wenn die Scheiße, dass wir dauernd angegriffen werden, nicht aufhört, wird mein Sohn am Ende irgendwie anders genannt. Nee, dazu kommt es nicht. Die Jungs passen schon auf, wirst sehen. Ja, genau, die Jungs passen schon auf. Auf jeden Fall. Gut. Der kommt in diese Richtung, perfekt. Kommst du? Ja, der kommt. Perfekt. Sehr gut. Zack. Jetzt habe ich dich. Ja? Reden? Was ist los? Was passiert gerade? Ich glaube, irgendwie hängen geblieben. Scheiße, verfluchter Richie. Ich will diesen Dreck nicht erledigen. Kann nicht riskieren, dass du redest. Okay, gut. Ja, wir sind fertig. Habt ihr gesehen, irgendwie gerade ein bisschen gehungen, keine Ahnung, was passierte. So, Cassandra zuweisen. Verbesserungen ansehen. Präzision, okay. Ja, machen wir Cassandra zuweisen. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Jo, immer wieder gern. Habe ich gern gemacht. So, jetzt gehört es uns. Ihren Namen bitte, fürs Protokoll. Donovan, John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört.
Die sehen ziemlich schlecht aus. Wenn ich daran zurückdenke. Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Okay. So. Wir haben jetzt Heroin-Geschäft gesichert. Schrottflinte brauche ich nicht. Medizin. Ja, Medizin würde ich mitnehmen. Ich habe jetzt zwei dabei. Dritte wird nicht schaden. Perfekt. Wir kriegen den Laden hier sauber. Dank ihm. Jo, immer wieder gern. Wir kriegen den Laden sauber. Die werden dann mehr Heroin verkaufen, oder was? So, ich nehme mal Schutzweste. Kostenlos. Warum nicht? So, Schutzweste an. Perfekt. So, was muss man als nächstes machen eigentlich? Rede mit... Ah ja, rede mit Cassandra. Okay, dann fahren wir mal zu Cassandra. Regnet. Schlechtes Wetter. Ich brauche ein Auto ohne Dach. Weil wenn ich mit Dach nehme, dann wird der Dings rufen die Polizei, Verfolgung, Stress. Ohne Dach springt rein. Ja, okay. Irgendwie regnet, scheiße. Da ruft einer an. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Schnell, bevor er anruft. Zack. Ich habe ihn einfach umgeworfen. Okay, jetzt ruft keine Polizei an. Das ist schon mal gut. So, wo ist diese Cassandra? Cassandra, wir müssen zu Cassandra fahren. Perfekt. Geben wir mal Vollgas, wie immer. So, ey, dieses Auto kaum zu wenden. Sehr schwer. Sehr schwer lenkbar. Lenkbar. Ja, wir müssen hier über. Ja, okay. Wir müssen da lang, aber ich kann jetzt noch nebenbei diese. Ein paar Sachen sammeln. Ah, du hättest mich. Hallo? Ja, was ist los mit denen? Die kriegen Angst von mir. Ja, wir müssen hier einbrechen. Ja, kein Problem. Zack. Und zack, eingebrochen. Perfekt. Ich bin Profi bei Einbrechen. Zack, schnell mitgenommen Teil. Das sind diese Elektroteile. Ey, wie komme ich hier raus? Es ist dunkel. Ich sehe nicht viel. So, und gleich da irgendwo um die Ecke war noch ein Teil. Ja, genau, auf der anderen Seite. Schon wieder aufgehört. Was hat schon wieder aufgehört? Regen oder was? Ich glaube nicht. Ja, genau, hier muss man irgendwo einbrechen nochmal. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Perfekt. Machen wir einbrechen. Zack. Und zack. Perfekt, direkt beim ersten Mal. So, wo ist das Teil? Mitgenommen, perfekt. So, wo ist diese Cassandra? Cassandra, wo bist du? Cassandra, bist du hier? Zum Glück muss ich hier nicht einbrechen. Da ist die Cassandra. Aha. Okay, die foltert schon jemanden. Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zur Dixie-Mafia. Nein, ja, ich meine,
Scheiße. Ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark westlich von hier. Baron Saturdays? Was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht. Alle nehme ich an. Wow. Gib mir das Messer. Nein, bitte. Das wird nein. Lustig, wenn alle Männer getan. Da sind. Bitte, ich flehe euch an. Meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Wie der rennt. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Tja. Mal gucken, ob wir recht hatten. Ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft. Die Geschichte ist ziemlich krass, ey. Ja, Mann. Doucette. Nachdem du ihm dein Geschäft genommen hast, kannst du dich um okay, alles klar, irgendwelche Geschichten, Geschäften. So, geh zu Baron Samedis. Wo ist dieser Baron Samedis? Ah, das ist bestimmt in diesem Park, Vergnügungspark. Okay, wir müssen zu diesem Vergnügungspark fahren. Tja. Okay, dann fahre ich mal schon mal los zu diesem Vergnügungspark. Ja, ich brauche wieder ein Auto. Oh Mann, ich brauche immer Autos. Hier war doch irgendwo Parkplatz mit Auto. Ja, genau, das wollte ich mal. Genau. Perfekt. Boah, wie die quietschen, die Reifen. So. Wie weit müssen wir fahren? 300 Meter. Ja, das ist nicht weit. Okay. Hier müssen wir parken. Zack. Geparkt. Perfekt. Jetzt müssen wir aussteigen. Okay, wir sind schon bei Rummelplatz. Warum hier Wasser? Wurde er überflutet oder was? Oder hat so stark geregnet? Alter, warum hier ist Wasser? Das verstehe ich nicht. So, Dreieck. Alles klar, klettern wir mal hoch. Nochmal Dreieck. Okay. Was war das jetzt? Irgendwie hat das von schwarz auf schwarz gemacht. Von dunkel auf dunkel. Wir hatten Gefühl doch schon noch. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat auch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt. Wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Sicher, Mann, sicher. Komm. Oh Mann, was für ein Spruch, bevor Bobby wieder rumbrüllt. Alles klar. Pass auf deinen Arsch auf da unten. Auf jeden Fall. Ey. Oh Mann, was für Sprüche manchmal die kloppen hier. Das ist nicht normal, ey. Wow, 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 wow. Wir könnten uns nein. auch friedlich einigen. Du brauchst nur zu sterben. Nein. Willkommen auf Baron Samedis. Ich glaube, die haben mich gemerkt. Wir freuen ja. uns, euch heute hier zu begrüßen. Alter, also, das war gerade nicht so gut. Da ist ja unser Problemkind. Hey! Wo läuft der hin? Okay, Vergnügungspark.
Okay, liebe Freunde, ich mach mal jetzt hier kurze Pause. Der Action hat schon angefangen. Bevor wir weiter Action machen und die ganze Leute da erledigen und finden wir den Richie, würde ich mal eine kurze Pause machen und in der nächsten Folge werden wir den Richie finden. In diesem Vergnügungspark, der für überflutet wurde oder keine Ahnung, wieso da so viel Wasser. Deswegen, ich wünsche euch noch viel Spaß. Schreibt mir bitte in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Abonnieren und liken nicht vergessen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oder falls ihr neu seid, das würde mich sehr freuen, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal. Herzlich willkommen und bis zum nächsten Mal dann beim Petrovic Let's Plays. Tschüss.